So, jetzt kam gerade mein Männe und hat mir die Mütze gezeigt, die ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe. Die war bei einer Nachbarin, wir haben eine Weile gewartet. So, volle Konzentration jetzt. Großartig, die Truhe lässt sich öffnen. Da ist er, der wertvolle Schatz, der Santa Maria. Und ihr habt ihn gefunden. Zum Glück, denn euer Luftvorrat neigt sich schneller als erwartet dem Ende zu. Schnell nach oben. Oh, ach ja, da war ja noch was. Die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Wartet, ist das Fenster der Ausgang? Als ihr es näher betrachtet, findet ihr die Rätselkarten R, S und D. Nehmt sie euch vom Stapel. So. Oh, hoffentlich wird das nicht wieder so ein Desaster. Das war wirklich ein klein wenig desaströs, was ich da veranstaltet habe. So, was haben wir denn hier? Oh, wir haben hier ein M und ein E und ein Strich. My love. So, S. Geheimschrift. Oha. Wenn das ist und ach, okay, naja. Und dann haben wir hier einen Brief für die zweite Ziffer. Weil was ist denn die erste? So, warte, hier steht da an der Seite was dran. Ihr habt die erste Ziffer gefunden. Die erste Ziffer ist. Ein M und ein Y-Strich und ein E. Me love. Das ist eine 3. So, also das hier und das hier ist ist lila, das ist also ein E. Ach so, ah, das hier und das hier, das ist ein E. Okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, und das hier mit einem Punkt ist also ein D. Ohne Punkt ist ein R. Ach, das ist cool. Okay. Der Boden der Truhe lässt sich verschieben. Nehmt Rätselkarte U. So, das ist auch mal cool. Und die sagt uns, wir können uns V und W nehmen. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende angekommen. So, V und W. Richtungsweisende Geheimschrift. Und jetzt nehmt Rätselkarte. Du Scheiße. So. Und jetzt nimmt Rätselkarte blau. Was? Achso. Ich glaube, das ist hier dasselbe und wir müssen dann. Ja, ne? So, würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal. So, 2 nach links.
zwei nach unten, zwei nach rechts, zwei nach unten, zwei nach links, drei nach rechts, eins, zwei, drei, vier nach oben, zwei nach rechts, zwei nach links, zwei nach unten, zwei nach rechts, zwei nach links, zwei nach unten, eins, zwei, drei, dann noch vier nach oben, zwei nach rechts, zwei nach links, vier nach unten, drei nach rechts, es wird wahrscheinlich ein H. So, vier nach oben, zwei nach unten, zwei nach rechts. Jetzt habe ich mich verloren. Vier nach oben. Hier bin ich. Genau. Dann zwei nach oben. Vier nach unten. Drei nach rechts. Zwei nach oben. Zwei nach links. Zwei nach oben. Zwei nach rechts. Und jetzt nehmt die Karte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Y. 6. Für die dritte Ziffer ist Seite 16 entscheidend. Also, wartet mal. Was? Also, das hier ist Ziffer 1, die ich noch nicht rausgekriegt habe. Die zweite Ziffer ist eine 6. Uiuiuiui. Also, die erste ist ein Fragezeichen, die zweite ist eine 6. Und für die dritte Ziffer ist Seite 16 entscheidend. Und zwar, ich nehme an, wir müssen falten. Ich glaube, wir müssen Hoch-Exit-Schatz. Wir alle müssen falten. Ich reiße es mal aus. Ich mache das jetzt einfach. So, mein Männer telefoniert nebenbei mit seiner Mutti. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt nicht hören. So, dann das auf. Das auf. Das. Und ja, blau auf blau. So. Und dann öffnen. Wie denn? Dann öffnen. Es könnte eine 6 sein oder eine 4. Das ist eine 4, oder? Ich schreibe mal probeweise 4 auf. Ich falte das mal nochmal. Erst das auf das. Dann das auf das. Und dann das auf das. Das habe ich schon gemacht. So, wenn ich das öffne, dann ist es höchstwahrscheinlich eine 4. Okay, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen. My love. Ich meine, hier ist... Achso, die kann ich natürlich versuchen zu übersetzen. Wartet, wo ist denn... Also, das... Das hier könnte ein A sein. Das hier könnte ein C sein. Ein H. Eine 8. Ach so. Eine 8 könnte das sein. So gut, dann loggen wir mal 8, 6, 4 ein. Wo ist denn? Ach, hier ist meine Drehscheibe.
Welches Rätsel ist denn das? Der. Hier. So. 8, 6 und 4. Und wir hätten die 28. So. Und zwar ist das. Welches Rätsel ist denn das? Ach, hier oben das Fenster, genau. Wo ist das Fenster? Die 13. Das wird spannend. So, was für ein Glück, ihr könnt das Fenster öffnen. Das war knapp. Euer Luftvorrat ist im Prinzip nicht mehr vorhanden. Ihr bemüht euch zügig, aber fachmännisch aufzutauchen. Kaum habt ihr die Wasseroberfläche erreicht, reißt ihr euch die Atemmaske vom Gesicht und holt tief Luft. Ein breites Grinsen ziert euer Gesicht. Als ihr in lauten Jubel ausbrecht, lacht euch Edgar vom Boot aus an und steckt beide Daumen nach oben. Eins, eins, denkt ihr. Ach ja. Ach was, das wird nicht wieder irgendein Code sein. Geschafft, aber glücklich klettert ihr an Bord. Die Stelle, an der ihr den Schatz gefunden habt, wird sofort notiert. Die 6 Edelsteine teilt ihr unter euch als Glücksbringer auf. Am nächsten Tag ist ein Trupp professioneller Taucher vor Ort, um den Rest des Schatzes für euch oder für ein Museum zu bergen. Das war's. Und Rätselkarte X ist... Nein, die Karte hilft euch nicht weiter, ihr findet nur Aufzeichnungen. Ah ja... Ihr findet hier nur die Aufzeichnung eines Universalgelehrten. Ah, ist auch spannend. Ist das nicht von Da Vinci vielleicht? Sieht auf jeden Fall äußerst scharf aus, so als Gimmick. Okay, das war es. Das Rätsel, das letzte Rätsel war sehr cool, diese verschiedenen aufeinanderfolgenden Karten fand ich echt mega. Gut, mit der Zeichensprache, da hätte ich vielleicht drauf kommen können, da hat es bei mir einfach nicht so richtig gezündet, aber das... Hier habe ich total versagt. Ich glaube, hier hatte ich vielleicht auch nicht die Geduld oder nicht die Ruhe. Und hier habe ich halt auch irgendwelche Fehler gemacht. Und hier hatte ich es falsch angeordnet beim ersten Mal, bilde ich mir ein. Ich glaube, das sah da anders aus. Passiert. So, das war das erste Exit-Spiel hier auf meinem Kanal, der versunkene Schatz. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr auch ein bisschen Spaß beim Miträtseln hattet, ob ihr die Hand vor den Kopf geschlagen habt, wenn ich was nicht rausbekommen habe. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr was nicht rausbekommen hättet und ich freue mich ein bisschen über den Austausch. Ich glaube, 5 Videos sind es jetzt geworden, kann es sein? Wenn ich lustig bin, zähle ich mal so ein bisschen nach, wie viel ich eventuell gebraucht habe. Ich würde behaupten, es waren mehr als 60 Minuten. Und 2 Hinweise. Keine Hilfekarten. Wobei ich sagen muss, die erste Hilfekarte war meistens nicht so sinnvoll. Ich glaube, ich habe insgesamt so hier so, kann das sein? Und ich glaube, ich würde mich bei 7 Sternen einordnen. 7 von 10 würde ich jetzt behaupten. So, schreibt mir gern alles, was ihr loswerden wollt. Ich freue mich. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ah ne, ist um 12. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht noch mit dem Rätsel für Februar anfange, das abzudrehen. Aber man sollte meine Konzentration, wenn man Depressionen hat, ist sowieso so eine Sache. Ich werde mein Glück nicht überstrapazieren und werde stattdessen... Mein Männle wird gerade ein bisschen lauter beim Telefonieren mit seiner Mutti. Ich beende das jetzt einfach. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich lasse es euch wissen, wie es hier mit diesem Format weitergeht. Gerne Hilfe, Hinweise... schreibt mir gerne, was ihr sonst so eventuell von mir gespielt sehen wollt. Ich bin jetzt ein bisschen aufgebracht, weil dieser Mann telefoniert sehr laut und streitet sich auch gerne mal. Und ich muss das jetzt einfach beenden. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.